Möglicherweise dann auch ein Turnover, eine Interception oder sowas. Käme jetzt gerade recht. Lang Campbell läuft selber. Rutscht nach vorne. In die Nähe des First Downs. Berliner wieder clever die Aggressivität der Frankfurter Verteidigung ausgenutzt. Und die Berliner haben ja ein relativ komplexes Laufspiel mit sehr viel Täuschung. Das sieht eine Mannschaft wie Frankfurt in dieser Liga nicht so oft. Da muss man sich natürlich drauf einstellen. Das ist nur teilweise gelungen. Zweiter Versuch, nur Zentimeter fehlen. Derek Farmer, Raumverlust. Und jetzt der dritte Versuch. Anderthalb Yards sind es vielleicht zum neuen First Down. Tackle von Hawthorne. Dritter Versuch und auf dem Feld jetzt wieder der bullige Marty Johnson. Da hat er den Ball. Nein! Play Action und der ist unvollständig. Williams kann den Ball nicht fangen. Ein lausiger Pass von Campbell. Da haben wir die Situation nochmal. Lenny Williams hat die meisten Interceptions im Team gefangen, aber auch die meisten fallen gelassen. Da läuft der Kollege in ihn rein. Trotzdem, das Wichtigste ist, und den hat er von alleine fallen gelassen, Lenny Williams. Berlin muss punten. 3:49 noch auf der Uhr. Und das ist Adam Hirsing. Und die Berliner nehmen eine Auszeit. Vierter Versuch und Berlin wird den vierten Versuch ausspielen. Und jetzt nehmen die Frankfurter eine Auszeit. Es wird wieder laut. Vierter Versuch. Rick Lance schickt erneut die Berliner Offense aufs Feld. So kennen wir ihn. Geht in solchen Situationen Risiko. Will dieses Spiel hier gewinnen und sich darauf ankommen lassen, dass die Galaxy nach dem Punt nochmal in Ballbesitz kommt. Vielleicht will man die Galaxy auch nur ins Abseits locken. Also da jetzt auch Vorsicht für die Defense. Nichts zu früh bewegen. Und Campbell nimmt die Auszeit jetzt, beziehungsweise die Playclock ist abgelaufen, Spielverzögerung. Das ist okay für Rick Lance. Also Berlin wird doch punten. Und Lance wollte nur mal sehen, ob die Frankfurter hier die Nerven behalten in der Defense. Also Galaxy Defense hat ihren Job erledigt. 3:49 auf der Uhr. Hier kommt der Pump von Szymanowski. Eigentlich kein guter Punt, aber der eiert und rollt bis zur 9-Yard-Linie. Also schön anzusehen war es nicht, aber effektiv. Und die Galaxy ist jetzt 90 Yards entfernt vom Touchdown. Aber auch ein Field Goal würde ja zum Sieg reichen. Und naja, Kimball hatte Probleme mit den längeren Distanzen. 48 und 50 hat er nicht geschafft. Also die 25-Yard-Linie müssten sie schon erreichen, damit es was werden kann. Erster Versuch Galaxy. Bester Lauf, Robinson. Robinson mit 7 Yards beim ersten Versuch. Keep on running, Roger Robinson, die Stärke der Frankfurt Galaxy 2006. Und das wollen sie ausnutzen. Bis zum Ende und die Zeit reicht ja noch. Hoax wirft vollständig.
Und Willis macht das First Down, geht ins Aus, hält die Uhr an. Guter Spielzug. Drei Minuten und vier Sekunden noch. 3 Minuten und 4. Drei Receiver auf dem Feld für Oaks. Hier kommt Robinson beim ersten Versuch. Wieder die Lücke über die linke Seite der Offensive Line. Wieder 7 Yards beim ersten Versuch. Das ist die Lücke, wo Frankfurt immer und immer wieder attackiert hat heute. Und wo sie die größten Erfolge hatten. Sind dann wohl doch noch 4 Yards zu gehen zum neuen First Down. Ball liegt an der Frankfurter 31. Oaks wirft vollständig. Das ist das neue First Down. Wieder Robinson. Seinen Geburtstagstouchdown, den hat er schon. Aber seinen Geburtstagssieg, den hat er noch nicht. Ball an der 36. Uhr läuft. Noch 10 Sekunden bis zum Two-Minute-Warning. Oaks will werfen. Wirft's gefangen. Hörsing. First down. Und damit sind wir angekommen beim Two-Minute-Warning. Die Galaxy an der 46-Yard-Linie. Dankeschön an die Frankfurt von Galaxy. Das Spiel geht weiter. So, weiter geht's. Die letzten 2 Minuten. Die Galaxy hat den Ball an der eigenen 46. Hier kommt Roger Robinson. Robinson bis zur 30-Yard-Linie. Super gemacht von Roger Robinson. Ihm gehört dieser letzte Drive. Die Galaxy ist fast schon in Field Goal Reichweite. Ist noch ein bisschen weit für Kimball. Da ist er wieder. Robinson wirft sich nach vorne. 8 Yards. Berlin hat jetzt keine Antwort mehr für den besten Running Back der Liga. Was für eine Waffe die Galaxy da hat. Und natürlich auch eine gute Leistung von der Offensive Line, die jetzt die Lücken frei macht. Die Uhr läuft. Die Galaxy muss sich jetzt nicht mehr allzu sehr beeilen. Da ist er wieder. Robinson. Kommt in die Nähe des First Downs. Und es war First Down. Keine allzu große Eile. Man kann die Uhr noch anhalten mit einer Auszeit. Und ein Field Goal reicht ja zum Sieg. Diesmal Butchie Wallace. Wallace! In die Nähe des First Downs. Ball an der 11-Yard-Linie. 25 Sekunden, die Galaxy nimmt eine Auszeit. Also, eine Auszeit haben sie noch. Und jetzt an der Situation. 24 Sekunden noch zu spielen. Würde es mich nicht wundern, wenn hier jetzt Jones einfach nur noch Craig Oaks sagt, nimm den Ball, lass dich in die Mitte fallen, dass der Ball gut platziert ist für unseren Kicker. Denn man muss hier jetzt nichts mehr machen in dieser Situation, außer eine möglichst gute Ausgangsposition zu bekommen. Auf gar keinen Fall den Ball zu verlieren. Und dann kam Kimball von der 10-Yard-Linie aus. Ein 28-Yard-Field-Goal kicken und das müsste eigentlich treffen. Was ein Spiel. 24 Sekunden. Die Galaxy auf der 11. Wichtig ist, dass die Uhr nochmal anläuft und die Galaxy dann möglichst mit 5 Sekunden oder so die letzte Auszeit nimmt. Da kommt nochmal ein Lauf von Wallace. Das ist ein First Down. Flagge auf dem Feld. First Down, Flagge auf dem Feld. Strafe gegen Berlin. Damit hält die Uhr an, 21 Sekunden noch. First Down war es so oder so.
Und da haben wir den Galaxy Kicker. Es wird wenig mehr als ein extra Punkt. Ball liegt an der Berliner 6-Yard-Linie. 21 Sekunden noch. Und da haben wir es. Oaks geht nur noch in die Mitte, lässt sich zu Boden fallen. Und jetzt läuft die Uhr. Und die Galaxy nimmt eine Auszeit. Wann kommt das Signal? 10 Sekunden noch. So, und jetzt ist das Signal da. 5 Sekunden vor Schluss. Das heißt, das Field Goal. Na, die Berliner haben eine Auszeit genommen. Also 5 Sekunden vor Schluss, das heißt, es sind noch 7 Sekunden auf der Uhr. Es muss möglicherweise nach dem Field Goal noch ein Kickoff durchgeführt werden. Also sollte Kimball jetzt treffen, hätte Berlin eine Minimalchance. Und da haben wir den ehemaligen Frankfurter Receiver Mark Zuma, der diese Woche zu Besuch war bei der Galaxy. Er drückt die Daumen. Ja, und jetzt ist es genau ein 25-Yard-Field-Goal für David Kimball. Und das ist ganz locker verwandelt. 18 zu 17 für Frankfurt. Und der Kimball dreht völlig ab, rennt da quer übers Feld. Er muss hier nochmal, 2 Sekunden noch auf der Uhr. Eine Kickoff wird es noch geben. Was für ein Nervenkitzel mal wieder in der Commerzbank Arena. Auf die letzte Sekunde. Die Galaxy hat nicht gut gespielt und hat ihre beste Angriffsserie gespielt, als es unbedingt sein musste. In letzter Sekunde. Und wer so ein Spiel gewinnt, wenn er mal keinen guten Tag hat, der kann auch in den World Bowl kommen. Vor dem Kickoff sage ich Ihnen noch, nächste Woche das Auswärtsspiel in Köln, Sonntag 22 Uhr bei Rhein-Main-TV. Und dann eine Woche später, 6. Mai, 19 Uhr, das Heimspiel gegen Rhein-Fire hier in der Commerzbank Arena. Ich bin mir sicher, das wollen Sie nicht verpassen, sowohl im Stadion als auch dann Sonntag 22 Uhr in der Zusammenfassung bei uns. Und hier ist der letzte Kickoff der Partie, flacher Kick. Berlin muss jetzt irgendwie einen Touchdown zustande bringen. Mal sehen, was sie zu bieten haben. Ball war vorwärts geworfen und das war's. Galaxy hat gewonnen. Strafe gegen die Berliner. Das ist der Sieg. Frankfurt Galaxy besiegt Berlin Thunder mit 18 zu 17. Und sichert sich den 4. Sieg in dieser Saison. Es war spannend bis zum Schluss. Es war wahrlich nicht immer hochklassig. Aber die Mannschaft hat, als es drauf ankam, ihr bestes Gesicht gezeigt. Das war's von uns, liebe Zuschauer. Ich verabschiede mich von Ihnen mit einem 18 zu 17 Sieg der Galaxy gegen Berlin Thunder. Sage tschüss, machen Sie es gut. Bis nächste Woche.